Honduras trauert um seine schönste Frau. Nach dem Mord an María José Alvarado Muñoz, der Miss Honduras 2014, und ihrer Schwester Sofia, haben Freunde und Verwandte bei einer Beerdigungszeremonie Abschied genommen. Die Schwestern galten seit einer Woche als vermisst, als ihre Leichen in Santa Barbara im Westen Honduras entdeckt wurden. Hinter der Tat soll der Freund von Alvarados Schwester Sofia stecken. Er gab ein Geständnis ab und führte die Ermittler zu den Leichen. Weil Sofia auf seiner Geburtstagsfeier mit einem anderen Mann tanzte, soll er sie und María im Streit erschossen haben. Honduras gilt aufgrund der hohen Mordrate als eines der gefährlichsten Länder der Welt außerhalb von Kriegsgebieten. Alvarado hatte sich für ein positives Bild ihres Landes eingesetzt und immer wieder betont, dass Honduras nicht so sei, wie es dargestellt wird.